Grüß Gott. Das Gefühl der Ohnmacht gehört zu den grundlegenden Erfahrungen menschlichen Lebens. Dieses Ohnmachtsgefühl ist besonders in Zeiten wie diesen wieder besonders stark. Man hat den Eindruck, man kann nichts machen und ist wehrlos. Aber wie gesagt, es ist ein Gefühl und nicht unbedingt die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Man kann sehr viel machen. Sie kennen ja das Beispiel aus der Physik, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings auf der einen Seite der Erde durch Verkettungen mit anderen Ursachen auf der anderen Seite einen Sturm auslösen kann. Auch ein guter Gedanke, ein Gebet, verbunden mit anderen, kann einen Sturm an Energie, an Kraft auslösen, der die Welt verändert. So wollen wir mit Anton Rotzeter, diesem geistlichen Schriftsteller, diese Gedanken erwägen und beten. Klein bin ich und unscheinbar im Vergleich mit den Mächten und Gewalten. Aber auch ein Atom ist klein, viel tausendmal kleiner als ich. Und wenn man es spaltet und mit anderen Atomen verbindet, entfesselt es eine Kraft, die niemand bändigen kann. Gott, dring mit deinem Wort durch meine Mitte. Verbinde mich mit anderen Menschen. Entfessle mir die Kraft der Liebe, die die Welt verändert. Um diese Kraft wollen wir beten, wenn wir uns von Gott her segnen lassen. Unser segne und behüte uns, der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.